Ah, ein Angler. Mhm. Gut, gut. Du bist ein Angler. Wie hast du denn den Dragonhain aus dem Wasser gezogen? Was hast du für einen Angel? Sag mal. Okay, Magma und Dick, die sind schon mal gesperrt für den Kampf. Was zum Fick? Mit Jogon können wir gut stallen hier, sag ich mal. Ist die Frage Vrasav. Vrasav ist gut gegen das andere Jogon, weil Eis, ansonsten auch eher mau. X-Bot wäre immun gegen Morlord, war anfällig für Landtor. Ja, das X-Bot mitnehmen. Ja, passt schon. Premium Cup ist so leicht, es ist so easy. Ja, ist ja gut. Fangen die mit dem Kampf 5 schon mit Solo Legendaries an? Willst du mich verarschen? Das wird doch alles. Natürlich. Natürlich fängst du mit Warlord an. X-Bot. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Da kommt jetzt Erdbeben oder so ein Bums. Dann sage ich, haha, bin in der Luft. Oh, nee, Surfer. Mordor, das ist einfach nur cute. Meh. Meh. Das geht aber. Weißt du, was? Superschall. Oh. Ich nehme einen anderen Blinker. Okay. Das ist witzig. Nicht gut. Das. Gut. Jogosch. Klingt wie ein Joghurt. Oh, jetzt ist der Joghurt. Oh, ich hatte vorhin so einen Monte Maxi. Dieser Riesenbecher. Und jetzt Monte ist einfach so geil. Und dann habe ich nicht meinem Sohn weggegessen. Der kriegt die Großen nicht. Aber wenn er da ist, dann darf er schon mal ein 12 Level-Up haben. Ein bisschen teile ich ja auch. Hau dich selber, damit sich der Move für mich gelohnt hat. Perfekt! Wunderbar. Wehe, du tauscht jetzt. Wehe, du tauscht jetzt. Es kommt Morlord, ne? Ah. Ach du dumme Drecksau. Ich hab natürlich Donnerschlag eingesetzt. Ja, Bodentyp. Egal, dann machen wir jetzt Psychokinese. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Das Hin- und Her-Traden sorgt ja nur für extra Schaden für mich. Über die Hälfte wird es ja wohl gehen, ja. Und Surfer überleben wir nämlich. Ich habe nämlich vorhin erwartet, er wird Erdbeben einsetzen. Da kein Erdbeben kam, können wir den nämlich einen Hit rücktanken. Nämlich nicht mal die Hälfte, wunderbar. Und das war ein Psychokinese. Auch wenn er tradet, kriegen wir Schaden durch. Das ist okay. Mit dem würde ich gar nichts teilen. Der ist ja schon so kostenlos den Kühlschrank leer und zahlt keine Miete. Ja, aber der darf sich dann in 18 Jahren schön um Papa kümmern. Ich sag mal vorher schon. Wie alt sind deine Sprosse? Ich wund's mal jetzt so. 2,5 Jahr. Pi mal Daumen. Ich überlege gerade, ob ich eine Psychokinese machen sollte. War das anders plus ja, Psychokinese sollte mehr Schaden machen. Rechnerisch. Du hast 410 HP. Okay. Nicht mal die Hälfte. Autsch. Surfer, du solltest schlechteren Special-Wert haben. Wir sollten das überleben. Gerade so. Aber ist ja egal, wir critten nämlich jetzt mit der nächsten Psychokinese. Wir critten. Meine Schwester und ich sind auch 2 Jahre auseinander. Ihr wart das Vorbild. Ein Crit, schade.
Und danach hätte ich nämlich geswappt. Jetzt kriegt er nämlich noch den Free-Hit raus. Blöd. Bonk. Ich werde nicht aufhören damit. Niemals. Zumindest solange ich daran denke. Ja, Jugum kann eigentlich direkt übernehmen, ne? Nein, war dumm. Jugon kann nämlich von seinen Elektroattacken jetzt noch Schaden kriegen. Und das blöde Kackvieh hat bestimmt Donner dabei. Da war ich zu voreilig. Wir sind vorher dran. Ich crit einfach, dann ist es tot. Und mit uns Mist nachher nicht. Nee. Nein! Nicht Donnerwelle! Nein! Nein! Und dann muss ich ja jetzt Erholung eigentlich machen. Warte mal. Nein, wir machen jetzt nochmal Kaskad. Nein, ich muss Erholung machen. Weil er wird nämlich jetzt genau angreifen, weil er jetzt vorher dann aus der Paralyse unsere Initiative halbiert. Und wir können ja failen. Genau. Ach, blöde Kackparalyse macht mir ja alles kaputt. Er darf jetzt nur nicht critten. So, gedrinkst und Jürgen tot. So, jetzt müssen wir... Wunderbar. Damit sind wir jetzt auch wieder schneller. Den Spader lässt uns sofort aufwachen. Der Minzbären-Move ist super strong auf Jürgen. Wenn alles gleich läuft, kann dein Sohn dir irgendwann deine Emotes zeichnen. Und der wird nicht bezahlt, im Gegensatz zu dir, ne? Bup, du machst mir jetzt neue schöne Emotes. Ja, aber Papa, ich will nicht. Doch, das machst. Ich hab mich so lange um die gekümmert, jetzt machst du das. Oh, Mirror Match. Oh, wir haben mehr HP diesmal. Dafür sind deine Offensiv-Sets wahrscheinlich besser. Was machen wir denn hier? Kaskade, keine Ahnung. Wir kaskadieren uns jetzt einfach gegenseitig. Oh nein, hat er auch Erholung. Hat er auch Erholung? Oh nein, oh nein. Er hat Kopfnuss. Oh, das ist aber gemein. Dann haben sich die Zeiten Monte Maxis gelohnt. Richtig, du hast von meinem Süßkram immer mitgenascht. Jetzt machst du mal kostenlose Emotes. Los, Bub. Hock die hin und moi. Oh Gott, der Kampf wird 100 Jahre dauern. Und er hat Erholung. Nein. Okay. Das wird so nichts. Wir müssen auf X-Bot gehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Witz. Ein Witz für Herbst. Na gut. Aber nur, weil du es bist. Die jungen Vermählten sitzen nach der Hochzeitsnacht beim Frühstück, als die junge Ehefrau plötzlich anfängt zu weinen. Aber Schatzilein, versucht ihr Mann sie zu beruhigen. Warum weinst du denn? Hat dir unsere gemeinsame Nacht nicht gefallen? Da schluchzt sie. Das schon. Aber was, wenn ich jetzt 4 Kinder auf einmal kriege? Okay. Ein Witz zur Auflockerung. Kannst du im Schlaf verwirren, ja. Wunderbar. Ist gut. Den verstehe ich nicht. Nicht so schlimm. Wobei, wir haben spät genug. Naja, sie hatten halt in der Hochzeitsnacht hier mal noch Spaß und anscheinend nicht verhütet. Oh mein Gott, wir kriegen dieses Viech nie tot. Und nicht mehr verwirrt. Aber, oh, Eisstrahlen. Hm. Es wird ein... Oh, der Kampf könnte jetzt echt dauern. Nö. Oh, boy. Warum können Deutsche kein Schach spielen?
weil ihre Züge immer zu spät kommen. Okay. Das ist gut. Das wird jetzt. So, was können unsere Attacken denn und Secondary Effects? Oh, senkt den Angriffswert. Oh Gott. Ja. Oh Mann, aber wir können eingefroren werden. Aber. Er hat Eisstrahl und Kopfnuss als offensive Moves. Schlaf der Erholung hat er ja auch. Oh Mann. Ja, das ist jetzt PP-Stalling. Er hat. Ja, wir müssen jetzt halt warten, bis seine Erholung ausläuft und uns das selber lang genug aufheben. Das hat nicht viel genützt. Aber wir sind schneller, wenigstens konstant. Das Ganze mit Kopfnuss nicht zum Flinchen bringen. Kaskade 1. Oh Gott! Der Kampf wird ewig dauern. Schlaf wieder, wenn du wach bist. Das ist smart, mein Lieber. Das ist richtig smart. Dieser Kampf erinnert mich irgendwie an diese Pokémon-Folge, als Ash Safcon gegen ein anderes Safcon gekämpft hat. Ja, das von dem Samurai-Heini im Batania-Wald. Ellie ist zu unschuldig für Witze. Tja. So, so langsam können wir dann mal eine Erholung einsetzen. Ein legendäres Duell. Problem ist, er macht halt mehr Schaden als ich mit seiner Kopfnuss. Das müssen die Kopfnuss auch outstallen. Ja, jetzt langsam wird es mir zu risky, wenn man jetzt einen Eisstrahl einsetzt. Hab ich wenig Lust, dass wir freeze sind. Ein kurzes Nickerchen. Er macht halt schon arg viel Schaden. Das ist das Problem. So, Schlaf der 1. Wir müssen wieder mitzählen. Wenn wir es Erholung machen, wird es wieder resettet. Kaskade, das ist gut. Wir müssen ihn dazu bringen, seine Erholung anzusetzen. Okay, wunderbar. Da haben wir eine Erholung. Wir sind jetzt in Schlafrunde 2. Also Schlafrunde 2 passt. Hab ich? Ich hab schon wieder den falschen Move eingesetzt. Das hat nicht ganz geklappt. Na, schade. Die Menge wird durch diesen spannenden Kampf angehalten. Das ist so lächerlich manchmal. Wir machen Autodachstrahl. Der mit dem Stick nach oben und unten in die Richtung drücken. Das ist so oft ein falscher Input dadurch. Das ist absolut lächerlich. Können wir bitte seinen Attack runtersetzen irgendwann mal? Eisstrahl, ja. Er darf uns einfach noch nicht freezen, ne? Das hat nicht viel gebracht. Wobei, wir sind Eis-Pokémon. Er kann uns nicht freezen, wir sind Eis-Pokémon. Ein Eis-Pokémon kann glaube ich, nicht gefreezt werden, oder? Oh. Dann machen wir jetzt aber. Oh mein Gott. Aurora-Strahl so lange, bis sein Attack-Move runtergeht. Mach nochmal Schlafrede. Beginn der Runde hat er geschlafen. Gut, dass die KI da nicht mitzählt. Das wird halt wirklich ein Duell, das auf Dinge rausläuft. Auf, Verzweifler.
Wäre Cyberpunk mal zu releasen als Pokémon gewesen. Das ist böse, den finde ich gut. Ey, ich freue mich aufs DLC. Das wird super. Diesen Monat, wir haben... Oh, stimmt, wir haben jetzt 0 Uhr. Es ist jetzt September. Oh ja, dann ist ja jetzt September. Hey, Subs kosten jetzt nur noch weniger. Ich habe noch nicht gelesen, was genau die Sachen sind. Das hat nur wenig Schaden angerichtet. Aber dann kann ich das länger aushalten. Können wir jetzt bitte seinen Attack-Wert mal droppen? Danke, wunderbar. Das ist nämlich die Kopfnuss, ist jetzt deutlich schwächer. Oh ja, viel besser, viel, viel besser. Außer sie critter, beim Trip werden Statusänderungen ignoriert. Wir sind auf einem guten Weg, das auszustallen, ne? Einmal geht noch. Dann müssen wir heilen. Selbst wenn er nämlich jetzt crittet, sollten wir das überleben. Wie viele Kopfnüsse hat er denn vor allem noch? Ja, schon knapp. Oh. Ich guck dann sogar, dass ich ja in die richtige Richtung drücke. Oh Gott! Ich habe leider kein anderes Pokémon, das ich einsetzen kann. Schlafrede 1. Darf nur keine Erholung benutzen währenddessen. Erholung währenddessen wäre nämlich richtig, richtig eklig. Die brauchen wir nämlich. Oh, Angriff nochmal runter. Sehr gut, sehr gut. Er macht auch Erholung, gut. Oh Gott. Es macht keine Anstalten aufzuwachen. Das ist definitiv der längste Kampf. Ich hab doch... Ich hasse das. Es wäre so schön, wenn wir Schnarcher statt Schlafrede hätten. Das ist schon zum zweiten Mal verkackt, wurde. Hat jemand mitgezählt, wie oft das andere Jugend schon Erholung eingesetzt hat? Das wäre schön. Eisstrahl. Ja gut, das ist eine Random-Attacke. Der hat sich nicht ausgesucht. Das waren 21. Das kennen. Ja, haben wir irgendwas, worüber wir reden können? Wir haben jetzt echt noch viel Zeit mit dem Kampf. Ja, ich schlafe, Rede. Oh mein Gott, ja. Was? Seine AP? Nein, nein. Was ist das denn? Rätsel? Im Leben nicht. Fünf AP wurden aufgehalten. So für Schlafrede, ne? Als ob in einem AP-Stalling-Fight der Gegner seine AP mit einer Rätselbeere. Ich hasse alles. Ich hasse alles gerade. Oh mein Gott. Nee. Kannst du dir nicht ausdenken. Oh ja, schön. Er ballert seine Erholungen gerade raus. Das ist super. Wir müssen irgendwann nämlich an den Punkt kommen, wo er keine Erholungen mehr hat. Wir hätten wirklich mitzählen müssen, scheiße. Darfrede, schade, Eisstrahl. Müssen es auf 240 droppen.
Also Runde 20. Okay. Beide Kämpfer sind noch in guter Verfassung und bereit. Ich bin aber in keiner guten Verfassung, vor allem nicht mental. Dieser Kampf. Immerhin können wir so länger dem Kanto Battle Theme von Gen 2 tauschen. Wenn das das ist, ja. Musik ist auf jeden Fall toll. Soll ich meine Schlafrede absichtlich verballern? Nee, eigentlich nicht. Gut. Komm, einmal noch Attack Drop. Please. Hier kommt der Angriff. Der Angriff war nicht gerade effektiv. Schade. Nochmal Erholung. Super, ja. Verballer deine Erholungen. Ja, das ist ein Reimagine. Aber es ist das Battle Team der Kanto Gym Leader. Und zwei. Ich spiele momentan zu sehr viel Crystal. Aber ich komme so selten nach Kanto. Ja, nochmal ein Attack Drop. Das heißt, Attack auf minus 3. Das ist gut. Das macht wirklich gar keinen Schaden mehr, das Vieh. So, das waren meine Aurora-Strahls. Der dümmste Kampf bisher. Ohne Scheiß. Den Kampf kann ich für YouTube aus eigener Folge hochladen, glaube ich, bei der Länge. Den brauche ich nicht mit den anderen zusammenschneiden. Oh Gott. Straight nochmal. So, mein lieber Sprot, ich muss ins Bettchen. Hab noch viel Spaß. Dann, Aaron, nochmal danke für deinen Raid. Ja, dann schlaf wunderbar. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß hier noch. Ich hab's nämlich gerade nicht. Ihr habt hier gerade mehr Spaß als ich. Ich denke mir einfach nur, ich will nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Ich möchte mir mit einer Schaufel ein Loch buddeln und mich da reinlegen. Ich leide gerade sehr. Aber dann habt eine wunderbare gute Nacht. Wir kommen aber eher in Verzweifler-Range, glaube ich jetzt. Weil er ja seine AP einmal... Er hat nichts mehr außer Erholung, ne? Dann kommen wir nicht eher... in... Oh, wenn er zuerst den Verzweifler kriegt... Wobei, wenn wir dann noch Erholungen haben, während er schon anfängt zu verzweifeln, haben wir den Vorteil, weil er haut sich ja auch selbst dadurch. Gucken wir jetzt einfach mal. Stimmt, wir hatten auch noch kaum Crits, ne? Das war der zweite Crit in dem ganzen Fight gerade. Im ganzen Mirror-Fight. So, unsere letzte Kaskade. Noch ein Crit? Gut. Aber er wird noch eine Erholung haben, wetten. So, alles kacke. So. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Müssen wir gerade die OG-Version nochmal anhören, aber kann sein, dass man uns aus dem Remix die Gemeinsamkeiten besser raushört. Ja, bestimmt. Du Bitch hast noch eine Kopfnuss! Du Drecksau, du Drecksau. Ich habe die Schlafreden gerade vorher verballern, damit ich dann eben wirklich meine Erholungen aufhebe
und sie maximal gewinnbringend einsetze. Du hast sogar noch Moves. Guck dir das mal an. Okay. Wenn man der Wälzelbeere alle, warte mal. Die Wälzelbeere stellt 5 AP wieder her, wenn sie von einem Pokémon getragen wird. Ja, aber wie genau funktioniert das? Auto-Auffüllung der AP. Die kann man tragen. Ja, aber von allen oder nur von dem Move, der unter einem bestimmten Threshold fällt? Das steht hier im Wiki leider nicht. Man hört die Similarities wie beim Mochi gut raus. Also irgendwie dreimal so schnell. Ah, okay, das kann natürlich auch sein. Eine Schlafe, die kann man noch rausballern. Weil ein Kopfnuss-Crit würde uns schon sehr wehtun. Das sind 20 trotz minus 3. Ja, das ist schon so Erholung. Wir nähern uns ganz, ganz langsam dem Ende. So, wir machen Erholung. Weil wir schlafen. Doch, 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 passt schon, passt schon. Zwar Sleep 1, Sleep 2. Ich Holung, du Holung, er sie es Holung. So, wenn du das Lied in 8-Bit spielst und ihm Koks gibst. So, jetzt machen wir Schlafrede, die nicht funktionieren wird. Ich hätte gerade echt gerne, dass er anfängt mit Verzweifler. Das wäre super gewesen, wenn er vorher anfängt und wir noch Erholungen übrig haben. Weil jetzt wird's eng. Ach, es hat immer noch 18 Runden, bis wir anfangen, Schaden zu machen. Oh! Nee, 12. Aufwachen ist ja kein Turn mehr hier. Weiß ich nicht, habe ich gerade irgendwas hier? Kann ich noch eine Sprache lernen, bis wir den Kampf beendet haben? Ich kann schnell, ganz schnell das Periodensystem der Elemente auswendig lernen. Fragt nicht, warum das neben mir liegt. Das ist halt so. So, wusstet ihr, dass das Element 74... Achso, das ist in Englisch. Tungsten heißt. Ich weiß nicht mal, was die Zahlen bedeuten. Atomic Weight 183,84. Was müssen das in Englisch ist? Der Kampf wird immer intensiver. Ja, so. Und das Element... Oh, 88 ist Radium. Ist das nicht... Ist radioaktiv? Nee. Also ein Metall. Das hier, das da. Da. Das Blaue da unten im Eck. Und super hart. Ich hab keine Ahnung davon. Was kenne ich denn? Ja, Hydrogen. Klar, Wasserstoff. Helium kennt man. Oxygen, noch nie gehört davon. Was ist das denn? Carbon? Ne, weiß ich auch nicht. Ah, guck mal, Silikon. Nummer 14 mit einer Masse von 28,0855. Ah, ne, das ist leider auch nicht so spannend. Niobium, Nummer 41. Iridium 77. Ah, Platin ist 78. Was ist hier passiert? Irgendwas ist mit Rückstoß. Wer hat Rückstoß bekommen? Hä? Ist er am Verzweifeln schon? Und Verzweifler macht der dann für ihn weniger Schaden? Ja, oh. Okay, okay. Stopp, stopp. Das muss ich aufpassen. Weil... Oh, sein Verzweifler ist schlechter als unserer. Weil er minus 3 Attack hat. Silikon wäre Silikon. Ja, ja. So. Oh, trotz Wälzelbeeren sind wir vorher dran. Perfekt, perfekt. Also ist er vorher dran. So.
Und verzweifle, das ist gut. Ja, wir haben einfach nur das gleiche Moveset, das auf Healing ausgelegt ist. Ist das wirklich ein Vorteil, frage ich mich. Wir heilen jetzt nochmal. Er hat 309. Wie viel haut er sich selbst? Das ist die Frage. Er macht uns wie viel Schaden? 17. Bekommt selber 4. Ja, es ist ein Vorteil, dass er schon mal extra Schaden kriegt. Keine Frage. Es wurde aber noch mal knapp, ne? Ich habe gehofft, dass er sich mehr Schaden selbst zufügt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein bisschen weniger, als erhofft. Ich dachte so, ja, also wenn er schon mal so ein Viertel HP weg hat und wir dann immer noch relativ full life sind und dann anfangen auch mitzuhauen. Das hat nur wenig Schaden angerichtet. Er muss einen Crit jetzt raushauen. Damit sein Crit sozusagen verbraucht ist. Ich weiß gar nicht, kann Verzweifler critten? Weil der ignoriert natürlich dann auch die minus 3 Attack. Und ich würde das dann gerne nochmal heilen. Aber er hat jetzt schon mal eine solide Basis an HP verloren. Okay. Naja, 30 HP. Oh, dieser Kampf! Das Problem ist halt wirklich, ein Crit kann nochmal, wenn er crittet, wenn er einen Lucky Crit hinkriegt und ich nicht, dann hat er nochmal gewonnen. Vielleicht, maybe. I don't know. Wetten, er crittet jetzt, wo ich keine Erholung mehr habe. Noch 15. Okay. Oh, ja, jetzt kann ich irgendwas machen. Wenn du jetzt schnell aufwachen würdest, wäre das echt schick. Das hat nur wenig Schaden angerichtet. Warte mal. 40, wir haben 55 Moves verbraucht. Oh mein Gott. Ja, machen wir mal jetzt. Ja, wir sind ungefähr gleich auf jetzt. Das ist egal, was ich. So. Verzweifler-Battle. 278 hat er. Das dauert halt jetzt auch noch ewig, ne? Ach Gott, sogar das dauert 100 Jahre. Hauen uns selber 8 rein, okay. Ich sag's doch, natürlich crittet er. Ach, bitte, bitte. Oh, spannender Kampf, das richtig spannend hier. Als ob er crittet. Oh, das kann doch nicht. Nee. Er braucht noch einen Crit und er liegt vorne. Wenn ich dann nicht critte. Dave bald in der Klapse. Ja, dieses Spiel ist einfach nur. Locker der spannendste Kampf nach Safcon gegen Safcon im Anime. Vielleicht gibt's einen Rage-Quit, dann machen wir endlich die Pokémon-Liste, ja.
kommt danach, ey. Die wird spannend. Ich guck trotzdem mal auf die Moves. Weiß nicht warum. Können wir bitte critten? Einmal. Ein Crit für mich. Ein Crit für Papi? Nein. Hm. Wenn er es crittet, dann muss ich nochmal einen DNA-Test machen lassen. Imagine jetzt noch den Kampf verlieren. Ich habe so Angst davor. Er hat so Angst davor. Also mit einem Lucky Crit könnte er halt... Crit einfach, bitte! Crit, Crit, bitte! Wir critten, wir critten, wir critten! Er nicht critten, er nicht critten, er nicht critten! Er nicht critten, nein, du crittest nicht! Nein, 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 nein! Okay, wunderbar. Ah, Pokémon kriegt ein neues Tier und sterbt doch endlich in der Computer rein! Ah. Kann Verzweifler nicht daneben gehen? Warte mal, guck mal ganz kurz. Verzweifler hat eine Stärke von 50. Hat eine Genauigkeit von... Und bis Gen 3, also bis einschließlich Gen 3, also 1, 2, 3, hat eine Genauigkeit von 100%. Heißt, durch Genauigkeit senkende Moves kannst du noch verfehlen. Ab Gen 4 ist es infinite accurate. Oh mein Gott! Schlimmster Kampf bisher. Weiß nicht, ob der Sichlor-Kampf letztes Mal schlimmer war. In Gen 1 konnte Verzweifler keine Geist-Pokémon treffen, genau, weil es ein normaler Move ist. Boah! Ein Forscher! So. Du bist auch ein Expert. A Man of Culture. Was machen wir denn aber gegen dein Team? Ja, Dictly, ne? Solange er nicht mit Expert anfängt, ist Dictly eigentlich ganz gut. Gegen Electrobal, Vulnone, Sneebel, Fortune, Boden auf Stahl. Warte mal, Boden und Stahl, vergesse ich immer. Auf Boden ist Stahl. Normal, effektiv, good enough. Dann sehe ich aber trotzdem Stahl und Eis. Wir könnten Magma mitbringen. Kadabra wäre natürlich auch gut gegen das feindliche X-Bud. Aus Flügen. Bringen wir unser eigenes X-Bud mit? Jugong oder Magma? Das sehe ich hier nicht. Wobei? Wobei? Also ist auch stark gegen Stahl und Eis, ja, ne? Kommt mir nämlich gerade. Was hast du denn sonst noch? Du hast wirklich nur gefallen über einen Fuchtler. Ja. Da ist die Jugend aber besser. Aber insgesamt, nee. Ach, was? Moment, da sind ja nur zwei dabei. Ich hab nicht mit Dick wieder. Hallo, Dick. Wie Kadabra Rasov. What the hell? Und Rasov killt Sneebel. Ja, aber das ist nicht K.O. Er bringt es um. Mach ein Safe State. Na. Wenn ich verliere, verliere ich. Dann machen wir das nächste Mal von vorne weiter. Haben wir heute auch gemacht. Wir haben den Minicup am letzten Mal verloren. Das ist genau das Opening, das ich nicht wollte. Genau das. Ich könnte jetzt auf Kadabra wechseln. Schlitzer. Jetzt wird's halt Schlitzen nicht einfach. Nein, daneben. Nein, der hat 100%. Ah. Kadaver wechseln, ja. Der Kampf wird immer intensiver. Kacke hier alles. Fliegen. Reideschrei. Du hast offensichtlich nicht viel, mit dem du mir schaden könntest. Ist dem so? Komm, triff. Triff. Crit. Nice, kein Crit. Ich habe mir selbst mehr wehgetan als ihm. Wieder eine Erschütterung in der Macht.
Kadabra. Das muss Kadabra machen. Das ist. Das bringt nichts. Mit der Schlitz Kreidestein nicht. Ja, er ist minus 2. Boah, wenn es ein physischer Move kommt, hat Kadabra auch das Nachsehen. Fliegen! Ist die Frage. Ich glaube, X-Bad ist schneller, oder? Für den Fall, dass wir schneller sind, nehmen wir es. Oh mein Gott. Hätte ich lieber jetzt zugeschlagen. Ja, ich hätte zuschlagen müssen. Aber dumm. Die Chinesen hat nämlich getötet wegen Gift. Er wird nämlich jetzt wieder. Er geht nämlich nach oben. Wir haben leider keinen Donner. Ist das ein Boomerang-Löffel? Er hat den Löffel weggeworfen und er kam zurück. Ja, es ist tot. Oh, ich kotze. Ich kotze so sehr. Ich hätte einfach Psychokinese machen sollen. Ja. Das ist ein sogenannter Boomerang. Ja, okay. Warte mal. Ach Mann, natürlich bist du auch. Dann kannst du nicht männlich sein. Hör doch jetzt auf mit deinem verschissenen Konfuschel, du Stück Scheiße. Das war eine dumme Drecksattacke. Klingt wie verwirrt. Deine Mama war auch verwirrt, als sie dich das erste Mal gesehen hat. So als Hasches. Oh Mann. Verpiss dich doch mit deinem Kleiderschrei. Sinkt enorm, ja. Crit doch einfach. Das ist eine High-Crit-Attack. Warum crittest du nicht? Ah nein, das auch noch. Es ist halt immer noch sein verficktes Erstes. Das ist Fliegen jetzt. Wow, es fliegt hoch empor. Wer hätte damit rechnen können? Was macht Fluch nochmal? Sie gehen in Kampfstellung. Das wird wehtun. Holy fuck! Damit habe ich nicht gerechnet. What? Ja, toll! Und es ist eine Vase auf gegen X beim Fliegen. Ja, das, der Fehler war einfach der Deflektor. Das war eine dumme Idee. Jetzt muss ich ja halt auch Fuchtler nehmen. Ja, das ist. Dann war es das für heute. Stadium 2. Den Kampf werden wir nicht mehr gewinnen. Ein wilder Kampf entsteht. Ach so. Fuchtler geht da noch nicht mal los. Gut. Oh, wie dieser eine Bad Move mir den kompletten Kampf zerfickt, ey. Ja, ich kann nichts machen. Los jetzt. Ich muss an das Herz der Karten glauben. Falsches Spiel. Aber Yu-Gi-Oh! World Wide Edition kann man auch irgendwann mal spielen. Die habe ich hier rumliegen. Jetzt überlebe ich den Scheiß auch noch. Oh, hau dich selber, dann geht's schneller. Nicht mal getötet! Ich bin doch noch gefangen! Oh, es erhebt
wie er es halt auch noch rauszögert und mich leiden lässt. Hab das letzte Yu-Gi-Oh! Mal gespielt auf der Switch. An sich mega cool, bis ich PvP spielen wollte. Es gibt ein Yu-Gi-Oh! Für die Switch. Diesmal von der Seite. Immerhin kriegt dein Gegner jetzt ein extra Continue. Toll, das auch noch. Weil nachdem wir diesen Kack-Yugong-Fight überstanden haben, scheiden wir im Kampf danach so aus. Weil es wirklich genau das Opening ist, das wir nicht brauchen konnten. Alle anderen fünf wären okay gewesen, gut für uns. Master Duel, das gibt es für jede Plattform, noch nie von gehört. Oh mein Gott, das wäre so gut gewesen, wenn dieses verfickte X-Bot nicht gewesen wäre. Junge, bin ich glücklich. Jetzt kann ich stolz nach Hause gehen. Ja, aber nicht mal Continue. Ja, abbrechen. Nee. Ach, fick dich. Na gut. Ja, dann lassen wir dann. Ich hab das Team eh schon wieder vergessen. Wir haben auch nichts anderes mehr zu tun als das Stadion, ne? Arena-Leiterburg haben wir durch, die Minispiele haben wir gespielt, wir haben die Akademie fertig. Was ist das denn? Mein Zimmer. Haben wir doch nicht. Ja, da ist kein Modul drin. Surprise. Pokémon Labor, können wir hier irgendwas machen? Ein Modul. Ja. Gameboy können wir ja auch nicht spielen. Das heißt, die drei Dinge sind ausschließlich für, du hast ein Modul drin. Wow. Freier Kampf. Wir könnten jetzt, keine Ahnung, dem Gegner einfach ein Carpador geben und lauter Kack-Pokémon und selber mit... Warte mal, haben... Wie sind denn die hier? Komm, stärker normal, ist egal. Ich möchte eigentlich nur gucken... was weiß ich denn hier? Das ist wieder das Moveset, ne? Sind sie denn? Ich hab keine Namen im Kopf. Bisher. Ach, cool. Ja, das sind dieselben Movesets. Das heißt, wir hatten es aber irgendwo anders. Genau, im Challenge Cup waren sie anders. Premium Cup machst du auch noch. Ah, was ist denn der Premium Cup? Ne, Premium Kiddock. Premium Cup ist jetzt der. Und danach machen wir noch den Poke Cup. Und danach haben wir nichts mehr zu tun. Das machen wir alle noch. Dann haben wir Stadium 2 wirklich durchgespielt. Bei Stadium 1 hatte ich halt keine Lust, weil ich das als Kind schon durchgespielt hatte. Ja, mit meinen eigenen Pokémon. Ah, aber egal. Ja, gut.